Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Part 91 vom Bus Simulator 21. Heute zeige ich euch die Linie 4, während hier gerade die Linie 1 anhält. Wir sind hier an der St. Sebastianskirche. Das ist die Endhaltestelle von der Linie 4. Und jetzt muss ich gerade gucken, ob ich auf der richtigen Seite stehe. Ich stehe natürlich auf der falschen Seite. So, und dann können wir hier mit unserem E-Citaro fahren. Zum ersten Mal also im E-Citaro. Und oh, ich möchte, wenn ich an der Endhaltestelle angekommen bin, auch noch einen kurzen Moment nutzen, um etwas zu diesem E-Citaro Gelenkbus zu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sein, das hier ist neben dem Büt mein absoluter Favorit im Bus Simulator 21. Und zwar einfach wegen dem Realismus. Die Sounds sind speziell für diesen E-Citaro von einem echten E-Citaro aufgenommen worden. Man hört den Blinkerhebel, da ist anders. Die Türen klingen anders als sonst bei allen. Auch das Zurückklackern des Blinkers zum Beispiel, ne? Auch ganz charakteristisch. Hört ihr die Türen? Viel leiser auch. Immer wenn ich wegen meinem PC bei der IT anrufe, heißt es nur, ich soll ihn aus- Ihr seht den Blinkerhebel, jetzt habe ich kurz nach links geblinkt. Der ist auch viel schöner. Die Cupholder auf der linken Seite, jeder Knopf, da sitzt alles. Sogar die Ablagefächer hier auf der rechten Seite. Die Bordapotheke hier, das Fach für die Bordapotheke, da ist alles vorhanden. Da kann man bei allen anderen, auch die Spiegel sind sehr detailliert, der linke Außenspiegel ebenfalls. Da kann man lange suchen, man findet es nicht. Also das ist wirklich neben dem Büt oder BYD, wenn man jetzt das auf Englisch aussprechen will. Das ist auch ein Elektrobus, mit der eigene Sounds hat. Ist der E-Citaro wirklich das Maß aller Dinge im Bus Simulator 21. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass bei Gelegenheit alle anderen Busse ebenfalls noch in dieser Art und Weise, zumindest die Mercedes, geupdatet werden, dass die in der Qualität so daherkommen wie der E-Citaro halt. Mit den besseren Spiegeln und alles, allem drum und dran, Interieur, so wie es halt eben sein sollte. Und ja, also ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass die einen Haltestellen jetzt auf Deutsch angesagt werden. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos wohnt in Eclipse Bay. Naja, in der Eclipsenbucht, da wohnen halt alle reichen Leute, unter anderem die Schauspieler. So, und jetzt fahren wir an der linken Seite runter von dieser wunderschönen Schlucht. Auch hier sind natürlich 80 erlaubt, wir sind außerorts. Es ist einfach eine Wonne, eine Wohltat mit diesem E-Citaro zu fahren. Was ich nicht so toll finde, ist hier Fußgängerüberweg mitten im Außerortsgebiet. Ich muss ganz ehrlich sagen, noch bin ich nicht ganz sattelfest in diesen neuen Gebieten. Ich kenne jeden Fußgängerüberweg auswendig. Da geht halt dann ab und zu mal was vergessen. Ja, weil du siehst schon, lieber Rollstuhlfahrer, dass die Bushaltestelle dort bei der ersten Tür ist. So, der Erste hat's gemerkt. Ja, muss es halt zurückfahren. Bei der ersten Tür kannst du nicht einsteigen. Ich müsste mal wohin. Ja, sonst musst du halt hier aussteigen, jetzt habe ich
Die Rampe nicht hochgefahren. So, und jetzt seht ihr mal den Blinkerhebel da. Jetzt sieht man es wunderschön, auch der Scheibenwischerhebel. Mit dem Drehknopf sogar alles. Also, das ist wirklich sensationell. Sieh, diese Detailgenauigkeit. Das kann man sonst wirklich überall suchen. Man wird es nicht finden. Wobei ich sagen muss, eben beim Büt ist es auch noch sehr, sehr schön. Deswegen bevorzuge ich auch den Büt gegenüber dem Volvo, obwohl die ja eigentlich, ja, von der Kategorie her, beide sind Kapazität 4, haben 4 Türen, sind elektrisch, sind Gelenkbusse, eigentlich gleich. Aber weil der Büt halt eben noch diese Ecke sehen, besser ist. Aber ich weiß rein gar nichts über Boote. Ja, beim Reinblinken, obwohl man das ja nicht sollte, wird man belohnt. Und wenn man jetzt rausblinkt aus dem Kreisverkehr, passiert nichts. Da finde ich ein bisschen seltsam, aber naja. So, wir kommen an einen neuen Ort, der Geysirpark. Endlich fertig mit diesem Fach. Schulkind. Der Geysirpark, das ist auch ein schöner Fleck. Da regnet es nämlich immer ein bisschen, weil das halt, ja, es spritzt halt von den Geysiren bis auf die Straße. Da ist es auch sehr nass, man sieht das da auf der rechten Seite. Da hat es wieder eine Pfütze. Echt toll. Schönes Gebiet. Und da ist ein Gegenkurs von der Linie 4. Die Linie 4 ist nicht allzu lang, deswegen habe ich dann am Schluss noch die Gelegenheit, nochmal einmal durch den ganzen Bus zu laufen. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? So, da wird einer von den Rollstühlen vielleicht auch beide raus. Das nenne ich guten Sinn. So, bis die draußen sind, wird es eine Weile dauern und wir sind Level 1000! Jetzt habe ich es geschafft. Level 1000. Ja, da hat es auch so eine Passerelle, wo man über diese kleinen Seen hier hinweg, oder das sind eher Tümpel, und da drüber hinweg gehen kann. Echt toll. Cool. Und da ist auch die Linie 6. Wir werden hier also noch einmal durchfahren. Ein wenig später. Ja, Verspätung sammelt sich an, aber das ist auch den Rollstühlen geschuldet. Die Prüfung war die Schwierigkeit. Relativ viele gehabt jetzt gerade schon am Anfang. Bisschen Gutzi geben hier. Dieser Busch ist auch nicht gerade ideal platziert. Eigentlich auch schon auf der Fahrbahn. So, die nächste Haltestelle ist Nemitz und Seedrift. Also, ein ganzes Stück entfernt. Da links wäre übrigens der Steinbruch. Hier halten wir nicht. Das wäre Kojotenbusch Nord. Der Grund ist, weil wir auf der anderen Seite nach dem Anfahren der Haltestelle nicht mehr die Möglichkeit hätten, links einzuspuren und abzubiegen über zwei Spuren quasi hinweg, weil das so nah an der Abzweigung ist. Mal 88 km/h drauf gehabt, richtig cool. Ja, der E-Citaro ist eine Rennmaschine. Also auch der Gelenkbus, die sind wirklich, da geht was. Und bremsen auch ganz ordentlich. Wird gleich grün. Wunderbar. Die Linie 4 ist auch... Was? Urlaub? Weiß noch nie. Hier in der Innenstadt insbesondere. In Eichenwald oder Eichwald. Ist halt schon... Auch die Rundkurslinie hier, also da, deswegen auch Gelenkbus, weil normalerweise eben, die Linie 4 ist relativ kurz, am Anfang auch sehr ländlich, aber hier sieht man jetzt doch auch, das ist halt auch die Linie, die wirklich um die ganze Bucht rumfährt, auf dieser Umfahrung, und da ist halt immer auch was los. Und deswegen fahren hier mindestens dreitürige Gelenkbusse. Da
Da habe ich ein bisschen einen Kompromiss gemacht. Gelenkbus ja, aber halt nicht mit 4 oder 5 Türen. Weil das halt auch schon eine ziemlich schnelle Linie ist. Und Linie 7... Also ich hatte eigentlich noch grün. Ja, jetzt schon, aber beim Befahren der Kreuzung war noch grün. Ich habe jetzt auch keine Bestrafung bekommen. Hoffentlich auch nicht, weil ich bin noch bei grün gefahren. Ich kann ja nicht mitten auf der Kreuzung stehen bleiben, nur weil rot ist. Das ist halt eben die amerikanische Ampel. Da ist halt die Ampel erst am Ende der Kreuzung und nicht vor der Kreuzung. Aber ich muss doch dann fahren, wenn ich grün habe. Wow, das passt genau. Nehme jetzt die dritte. Dann die nächste, die Lincolner Straße. Die ist natürlich nach Andrew Lincoln benannt, der Rick Grimes gespielt hat in The Walking Dead. Diese Serie ist ja vor kurzem zu Ende gegangen. Aber, liebe Walking Dead-Fans, wenn es welche unter euch hat, keine Sorge, es gibt genügend Spin-Off-Serien, die jetzt anfangen. Eine mit Negan und Maggie. Und. Auch eine mit Daryl und Merle. Nein, das wäre ja der Bruder, der lebt nicht mehr. Aber Daryl lebt natürlich immer noch und er wird auch in einer Serie zu sehen sein. Er geht ja nach Frankreich. Das hat man ja in der ersten Spin-Off-Serie, die glaube ich schon wieder zu Ende ist. Die hat nur 2 Staffeln gedauert, wo man ja auch ein bisschen einen Blick erhascht auf die entwickelten Ötzis oder Zombies. Da hört man ja auch französische Sprache. Alles ganz mysteriös. Das passt. Und ein Großteil von dieser Linie 4 ist halt wirklich hier in diesem Bereich. Aber die Linie 4 ist auch eine von ganz wenigen Linien, die ins Transit Terminal reingehen. Wir haben ja die Linien 1 und 2E. Oh, Moment. Nein, das stimmt gar nicht. Da habe ich mich jetzt vertan. Nein, die Linie 4 fährt nicht ins Transit Terminal. Das ist die... 1... Ah, nein, die 2E fährt ja nicht rein. Entschuldigung, die 1, die 5... Doch, die 1, die 4, die 5 und die 9. Okay, also wir werden das Transit Terminal noch zu sehen bekommen. Während wir gerade die Linie 7 gekreuzt haben auf der anderen Seite. West-Eichwald-Bucht. Und dann die West-Eichwälder Hochstraße. So, wenn ich gerade die Chance habe, sofort rüber. Also... Wo ich vorhin gesagt habe, beim Kojotenbusch. Also ich persönlich als Spieler hätte hier schon abbiegen können und einspuren. Aber die KI bringt das nicht zustande. Und dann, ja, das funktioniert dann halt nicht. Andererseits wäre das natürlich eine Möglichkeit, um Zeit aufzuholen. Gibt halt immer Vor- und Nachteile. Da ist gerade ein Gegenkurs von der Linie 4. Das sieht einfach doof aus. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das mit dem Patch auch behoben wird, das Einspuren und das Abbiegen von KI-Fahrzeugen, von KI-Bussen vor allem, dass eben die Wegfindung da einfacher ist. Dass wir eben nicht da irgendwie einen riesen Bogen fahren dann, einmal um den ganzen Steinbruch rum und erst dann abbiegen. Das macht einfach keinen Sinn. Dann die Florida-Straße. Und da haben wir den nächsten Rollstuhl. Ja, eine Minute minus. Da sind wir noch im grünen Bereich. Ja, okay, reagiert relativ schnell, da bin ich froh. Also im echten Leben würde man natürlich solchen Rollstühlen mit der Rampe, dann müsste man manuell machen. Es gibt schon Busse, die haben automatische Rampen, aber man muss ja trotzdem ein bisschen anwesend sein und schauen, dass da nichts passiert. Ich habe auch schon Rollstühle gesehen, die haben dann plötzlich die Räder durchgedreht, weil es nass war und dann sind sie hinten rausgeflogen. Also nicht bei mir selber, aber ich habe schon beobachtet, als ich im Urlaub war. Und das ist dann schon... unangenehm dann, weil so ein Elektrorollstuhl, der ist dann schon so 300 Kilo. Ja, viel Spaß beim Wiederaufstellen dann, ne?
Und dann auch. Vielleicht war er angeschnallt, ich weiß nicht. Die meisten Rollstuhlfahrer sind wahrscheinlich bei E-Rollstühlen nicht mal angeschnallt im Rollstuhl drin. Das ist dann schon sehr unangenehm. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich muss wirklich in Zukunft die Rampe kommen. Nee, er ist raus. Tatsächlich. F3 hilft ab und zu sogar noch fast mehr, um den Innenraum zu überblicken. Mache ich zu selten, müsste ich häufiger machen. So, dann die Matcha Mittelschule. Die ist auch umbenannt worden. Die Haltestelle hieß früher nämlich City Hall South. Und jetzt heißt sie eben Matcha Mittelschule. Weil das ja mit den Schulbussen dann, da müssen ja gewisse Schulen vorhanden sein, um die Kiddings da in die Schulen zu bringen. Und eben bei der Rampe, ich sollte in Zukunft wirklich zuerst absenken, Türen öffnen und erst dann die Rampe ausfahren, würde nämlich schneller gehen. Und ihr seht, selbst ohne Licht, es ist sehr hell in dem Bus. Dann Yeti Drive. Können Sie bitte die Rampe ausfahren? Ah ja, da steht einer. Aber eben, wenn man es vergisst, spätestens dann wird man daran erinnert. Das ist übrigens die Linie 7 zum Bahnhof Wülflingen. Ein Büt 18 Meter Gelenkbus ist hier gerade eingeteilt. Aber die Linie 7 ist schon, also die Capacities sind auf der Linie 7 relativ dominant. Man sieht fast nur Capacities eigentlich auf der Linie 7. Ich weiß, die Haltelinie ist weiter hinten, aber ich fahre immer bis hierher vor. Dann spare ich ein bisschen Zeit, weil wenn es dann grün wird, bin ich schneller über die Kreuzung. Und man kriegt keine Strafe, wenn man dort wartet. Das geht. So, und jetzt kommen wir dann zum Transitterminal. Ich wusste, der Prof würde das fragen. Das macht er immer. Ja, Türen haben noch geschlossen. War jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe die Tür relativ zeitig geschlossen. Da ist die Linie 9. Die fährt auch über das Transit Terminal übrigens. Ja, ich habe die Türen relativ schnell geschlossen. Da war gerade am Einsteigen, aber es hat geklappt. So, dann haben wir noch die letzte rote Ampel. Dann geht es rein ins Transit Terminal. Wir kriegen dort grün. Das ist wunderbar. Wahrscheinlich damals mit dem Vorfahrt neben der Straßenbahn. Es kann natürlich sein, ich hatte zwar grün, aber hätte eigentlich ja links abbiegen müssen. Bin aber dann nicht links abgebogen. Und deswegen habe ich ja der Straßenbahn auch die Vorfahrt in dem Sinne nicht genommen. Weil es kann natürlich sein, in den USA ist es halt so, dass der Gegenverkehr auch grün hat. Bitte die Rampe runterlassen. Ich würde gerne aussteigen. Das wird jetzt wahrscheinlich hier nicht funktionieren, Kollege. Genau aus dem Grund. Weil hier die Kante einfach zu nah ist. Hier können die Rollstühle nicht aussteigen. Das heißt, ich muss erst ein bisschen wegfahren. Mein letztes Semester an der Uni habe ich gerade so geschafft. Ja, es hat funktioniert, schau. Konnte noch ums Eck fahren. Aber es ist, ja, ein bisschen seltsam, aber gut. So, dann kommt die letzte Haltestelle auf der Linie 4. Das ist eigentlich nur zum Wenden. Hauptsächlich gedacht. Hast du gerade den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in einem Ball gegangen ist? Das ist aber ein dummer Stau hier. Ich muss ja irgendwie rumfahren. Ich werde jetzt ausnahmsweise
Um nicht alles zu blockieren, werde ich jetzt hier an diesen zwei Autos vorbeifahren und so links abbiegen. Den habe ich jetzt im rechten Spiegel gar nicht gesehen. Der stand gerade wirklich geklebt an der Mauer. Diese Mauer ist, glaube ich, auch neu, weil so hochgezogen war die vorher schon so? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Geh. Bist du schon drin, dann fahr auch. So. Dann hier einmal ums Eck. Da muss ich jetzt warten, bis der Kollege raus ist. Weil ich muss hier minimal auf die Gegenfahrbahn. Die Straße ist relativ eng. Sonst komme ich mit dem Arsch, mit dem Allerwertesten, auf den Randstein. Das will ich eigentlich verhindern. So. Da ist immer noch das Hochländerdepot. Das ist auch immer noch für die Linie 4 hauptsächlich und auch für die... Ich weiß jetzt gar nicht, welche Linien hier alle... Es kann auch sein, dass die Linie 9 hier ausfährt. Sehr gut möglich. Ich werde jetzt noch eine Haltestelle weiterfahren, obwohl das ja eigentlich ja die Endhaltestelle ist. Werde ich noch zum Transitterminal zurückfahren, weil ich möchte dann auch nochmal einen kurzen Moment mir Zeit nehmen, um das Transitterminal vorzustellen. Das neue. Kleinen Rundgang machen. Der geht rechts. Wenn er jetzt links gegangen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Ich bin im Bus, ich bin glücklich, das Wetter ist heute okay. Niemand kann mir heute sagen, was ich tun oder lassen soll. Und das war geschrien. Im Text stand auch in Klammer schreit. Aber er hat es nicht wirklich geschrien. Weil früher war nämlich das, dort wo jetzt die Einfahrt H ist, das war ja früher die einzige Möglichkeit, beim Transit Terminal Leute mitzunehmen. Ich fahre jetzt extra etwas weiter links ran, in der Hoffnung, dass das dann genügt. Das nenne ich guten Service. Ja, wenn ich etwas weiter links bleibe, kann ich sogar die Rampe hier ausfahren. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. So. Ich steige jetzt hier aus und lasse den... Aha, nee, ich möchte jetzt dann noch kurz... Genau. Ich mache jetzt doch nochmal die Tür 1, mache ich zu. Damit man das hier nochmal sieht. Also hier ist nochmal diese Ablage. Das sieht man wunderbar. Also das, die Bordapotheke, das Cockpit habe ich ja eigentlich jetzt gezeigt. Aber ich laufe jetzt doch noch einmal kurz durch den Bus. Die Beleuchtungen hier, alles. Hallo. Also das ist wirklich toll gemacht. Wie aus einem Guss. So, jetzt lasse ich den Bus fahren. Jetzt sehen wir hier auch nochmal wunderschön E-Citaro. Da mache ich jetzt auch nochmal einen Schnappschuss, diesmal von hinten. Ab und zu mache ich von vorne, ab und zu von hinten. So, wir haben jetzt also hier weitere Bushaltestellen. Und was man hier auch sieht, ich weiß es nicht, ob das ist natürlich noch auf einer Seite angeschrieben, logischerweise. Ich gehe jetzt hier mal die Treppe runter. Dann gibt es hier weitere Haltekanten. Für die Straßenbahn wird es hier nochmal wahrscheinlich eine extra Haltestelle geben. Jawohl, das sieht man hier auch. Aber auch diese Haltestelle ist für die Straßenbahn gedacht. Also die Straßenbahnen haben auch zwei Spuren. Das ist richtig toll. Und diese Spur hier ist kombiniert für Bus und Tram. Und wenn man jetzt hier schaut... Genau, auf der einen Seite sieht man hier schön angeschrieben EFGH. Da ist hier übrigens die Linie 5. Genau, die hält nämlich mit der Linie 1 hier auf der Hauptbahn. Hier unten. Zum Technorama fährt die Linie 5. Die fahren wir übrigens als nächstes. Also könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Und auf der anderen Seite sehen wir hier wunderschön die Lettern A, B, C und D. Das sind jetzt also die Kanten, die Abfahrtskanten vom Transitterminal. Und wenn ich jetzt in der Oberseite bin,
Dann sehen wir hier nämlich noch eine weitere Einfahrt für die Straßenbahn, wenn man hier runterläuft. Das ist nämlich das Straßenbahndepot. Hier unten. Das sind die Haltefelder für die Straßenbahn. Und hier kann man Straßenbahnen kaufen, wenn man denn das Add-on hat. Das ist, also hier ist auch, man sieht es hier, da wäre die Möglichkeit, die Straßenbahn dann zu kaufen. Aber das kommt natürlich erst, wenn die Straßenbahn veröffentlicht ist. Und hier hat man einen Abgang zu diesem Depot. Und ich hoffe, dass wir bei Gelegenheit vielleicht dann auch mal noch hier und hier mindestens für die Straßenbahn eine Haltestelle bekommen. Weil das wäre nämlich auch, das würde Sinn machen, wenn hier eine Haltestelle wäre, weil hier ist ja die Clinton-Straße. Und wenn jetzt hier noch eine wäre und vielleicht sogar hier, dann wäre ich restlos glücklich, weil dann hätte nämlich das Transit-Terminal auch wirklich viele Haltepunkte. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen auf der Linie 5. Das war die Linie 4 zur Breite, beziehungsweise das wäre ein Rundkurs in Winterthur. War es hier natürlich nicht. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.